Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein kleines, aber feines Unpacking. Ich habe sowohl bei Minimobs als auch bei Rebuy bestellt. Nicht, dass ich nicht genügend Bücher auf dem Sub hätte, nein. Es gab aber einige meiner Wunschlistenbücher bei beiden, gefühlt tatsächlich bei beiden vorrätig. Und ich hatte so vor 3-4 Wochen einige Bücher aussortiert und habe dann auch gezielt so ein bisschen dort verkauft, wo es einfach mehr Geld gegeben hat. Und habe mir dann aber die Beträge nicht auszahlen lassen, sondern habe im Grunde den Bonus gewählt. Man bekommt ja, glaube ich, bei beiden auch diese 10% on top, wenn man dann eben einfach einen Gutschein wählt und danach dann auch bei Rebuy und Medimops bestellt. Beziehungsweise bei Medimops ist ja der Verkauf über Momops. Und die Pakete sind nun gestern bzw. heute bei mir eingezogen und es knistert neben mir schon. Und ich habe bei Medimops 3 Bücher und bei Rebuy 2 Bücher bestellt. Und ich muss echt sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass Medimops hier in so einem ganz normalen Umschlag versendet. Ich hoffe, dass alle Bücher soweit heile geblieben sind. Ich packe sie jetzt mal aus und wir schauen einfach mal, was bei mir eingezogen ist, was ich mir so bestellt habe und in welchem Zustand die sind. In der Regel wähle ich bei beiden immer sehr gut aus. Nur bei, ich sag mal so, älteren Schätzen bin ich manchmal auch mit gut zufrieden, weil ich denke, wenn ein Buch einfach 30 Jahre oder bei Stephen King, ne, durchaus möglich, ein bisschen älter ist, dann hätte ich da kein Problem, wenn das ein bisschen anders aussieht, aber ich versuche sehr gut zu wählen und ich muss sagen, beim ersten Buch hatte ich auf jeden Fall Glück und zwar ist das ja ein Highlight aus dem King im April. Es ist das Leben und das Schreiben von Stephen King. Es ist ja seine Audiobiografie, wo er eben über sein Leben erzählt, über wie er zum Schreiben kam, wie manche Geschichten entstanden sind und eben auch, gibt natürlich auch irgendwie so einen Schreibratgeber mittendrin und das war für mich ja wirklich im April ein Highlight und ich musste ihn jetzt einfach in echt haben. Er war, glaube ich, im Vergleich gar nicht so günstig. Ich glaube, er kostet neu 11 Euro und Gebrauchtlager jetzt irgendwie bei 7. Also tatsächlich nicht mal eine 50% Ersparung, aber er ist in wirklich sehr gutem Zustand. Also man hat auch das Gefühl, den hat noch gar keiner irgendwie gelesen. Die Seiten wirklich weiß, richtig toll, es gibt keine Knicke. Ich gucke mir das gerade mal an. Nein, also es gibt hier oben so ein bisschen eine Rille, aber das kann natürlich auch einfach vom Transport oder vom Lagern sein. Und also top, im Grunde ein wirklich fast neues Buch. Es sieht, wie gesagt, nicht mal gelesen aus, wenn man ehrlich ist, weil hier nicht eine Rille irgendwie drin ist. Also habe ich trotzdem ein bisschen was gespart und freue mich, dass das Buch jetzt im Highlight-Regal dann auch stehen darf. Beziehungsweise meine King-Bücher stehen ja in der Regel, wenn sie nicht, wie hier noch auf dem Sub sind, hier unten, ein Stock tiefer. Aber vielleicht findet das sogar Platz hier so gegenüber bei den Sachbüchern. Und war ein tolles Buch, hat mir echt gut gefallen. Und Stephen King hat so eine ganz wunderbare Art, auch über sich und sein Leben und seine Familie und zu schreiben, eben auch über seine Vergangenheit. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Also richtig, richtig toll. Und da freue ich mich, dass das bei mir eingezogen ist. Dann ein Buch, das ich entweder in der Flow oder in der Hügge in einem dieser Lifestyle-Magazine entdeckt habe. Und zwar von Magnus Fried, Stille finden in einer hektischen Welt. Ein Wegweiser zu Gelassenheit und innerer Ruhe. Und es war, glaube ich, auch irgendwie so ein Artikel darüber, zu Achtsamkeitsübungen, Meditation, Yoga, Spaziergängen, dem Himmel einfach zusehen und so weiter. Und ich bin, glaube ich, schon ein sehr achtsamer Mensch. Ich kann gut mit Ruhe und ich kann auch gut in mir ruhen, musste man natürlich gefühlt auch alles lernen. Früher war es im Kopf definitiv lauter in mir und hier war ich einfach neugierig, was mir dieses Büchlein vielleicht noch ein bisschen geben kann, denn es heißt hier so schön, Stille ist für viele von uns ein seltener Zustand. Gleichzeitig sehnen wir uns danach zumindest hin und wieder dem Lärm der Welt zu entfliehen. Doch es ist nicht nur die Abwesenheit von Geräuschen, sondern auch die innere Ruhe, die wir vermissen. Unsere To-Do-Listen haben uns fest im Griff. Dabei brauchen wir Stille. Sie reduziert Stresshormone, fördert Konzentration, Kreativität. Und Magnus Fried zeigt uns hier, wie wir im Alltag Inseln der inneren und äußeren Ruhe schaffen können, ohne dafür unser Leben komplett umstellen zu müssen. Und ich verspreche mir daraus tatsächlich so ein bisschen, es geht ja für mich jetzt auch aus dem Homeoffice zumindest einen Tag bis einen zweiten Tag in der Woche auch mal wieder ins Büro. Und ich erhoffe mir hier tatsächlich so ein bisschen diese Ruhe, die ich im Homeoffice sehr genieße, eben auch ein bisschen mit ins Büro zu nehmen und da vielleicht die ein oder andere Insel zu schaffen. Also das Buch ist an und für sich in einem auch sehr guten Zustand. Man erkennt nur an den Eselsohren, die es hier gibt,
die ich persönlich auch wirklich nicht schlimm finde, dass hier jemand schon mal drin gelesen hat. Also die sind dann eben alle schon mal wieder zurückgeknickt. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Ne? Also man sieht hier, dass ein Knick vorhanden war. Es hat sich aber jemand die Mühe gemacht und hat die, hier bis auf eine Ausnahme, dann auch wieder zurückgeknickt. Ja, es ist halt einfach ein gebrauchtes Buch und ich finde, ein Buch darf auch geliebt und gelesen aussehen und sonst macht das aber einen sehr guten Zustand, guten Eindruck und ich bin gespannt, vielleicht ergeben sich ja aus diesen Knicken von jemanden, also entweder war er hier wirklich dann am Ende, hat es als Lesezeichen eingepflegt oder vielleicht gibt es auch hier was zu entdecken, was vielleicht besonders schön ist. Also ich finde das Buch auch von innen tatsächlich schön, weil das eben auch immer so ein paar bunte Grafikseiten hat. Also ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Das war jetzt, glaube ich, auch gar nicht so viel günstiger. Hier heißt es neu 10 Euro und ich habe, glaube ich, so 8 bezahlt, würde ich so vermuten. Aber ja, ein bisschen was gespart und dann guter Zustand, da kann man nicht meckern. Und das letzte Buch von Medimops ist dann Ichigo Ichi, die japanische Kunst, den perfekten Moment zu nutzen, von Francesc Miralles und Hector Garcia. Ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob es der Januar war, war das Anfang diesen Jahres auf jeden Fall, da habe ich Ikigai gelesen und das war ja wirklich ein wunderbares Buch, was auch diese japanische Lebenseinstellung so ein bisschen verkörpert hat. Und dann habe ich eben von dem Autor entdeckt, dass es eben dieses Buch gibt. Ich weiß gar nicht, ob das auch schon ein bisschen älter ist. 2019, also tatsächlich ein bisschen was. Und hier geht es um die japanische Lebenskunst des Ichigo Ichi, das uns eben weiterhilft, einmalige Chancen zu ergreifen, indem wir die Einzigartigkeit jedes noch so unscheinbaren Augenblicks und jeder noch so flüchtigen Begegnung schätzen lernen. Und es gibt hier wohl auch praktische Tipps. Und ja, das kommt aus dem Spanischen. Es geht um die Schönheit des Vergänglichen. Es geht um das gelebte Ichigo Ichi. Die kleine Schule davon, was wäre wenn, es gibt eine Formel und es gibt auch Grundsätze. Ja, ich bin super gespannt, freue mich auf jeden Fall drauf, das auch ja, zu entdecken. Das war definitiv, ich glaube, die Hälfte günstiger. Da habe ich, glaube ich, keine 5 Euro bezahlt und hier steht jetzt drauf 10 Euro. Ich rechne kurz im Kopf zusammen, ja, das könnte hinkommen. Also so knapp die Hälfte, aber ist auch zumindest in einem guten Zustand. Man sieht, dass das einmal gelesen wurde. Ja, das finde ich aber gar nicht schlimm. Hat hier unten auch so, ja, seht ihr wahrscheinlich nicht, eine kleine Rille, aber das kann eben einfach durch den Transport kommen oder durchs Lagern. Aber bin ich sehr, sehr happy und ich glaube, insgesamt habe ich für beide Bestellungen keine 5 Euro bezahlt, eben durch die Gutscheine, die ich hatte und dann eben auch ausgewählt habe, wo bestelle ich welches Buch. Ein bisschen schade finde ich tatsächlich, ja, dass man nur so eine Verpackungstüte irgendwie nimmt, wenn man Bücher versendet. Ja, das ist natürlich nicht immer ganz so schick. Ja, aber mit Medimops soweit zufrieden. Und jetzt gucken wir mal bei Rebuy. Da kam ein fester Karton. Das ziehe ich definitiv vor. Und ja, das erste ist ein Hardcover, das tatsächlich, glaube ich, knapp die Hälfte gekostet hat. Und zwar Hellowstone, der Zauber des Mitternachts, der Mitternachtsstadt von Trisha Kelly. Habe ich schon ein ganzes Weilchen auf der Wunschliste, seit ich Evelyn Jones im letzten Jahr gelesen habe, bin ich ja auch wieder so ein bisschen zu Kinderbüchern übergegangen, besonders dann in der englischen Sprache. Ich habe hier auch überlegt und ich glaube, dass hat jetzt irgendwie 6 Euro gekostet anstelle 15 und das englische E-Book war, soweit ich mich erinnere, teurer. Und dann dachte ich, okay, ob das mit dem Englisch lesen? Ja, hat bisher, glaube ich, bis auf einen Monat immer gut geklappt, aber der Vorsatz steht und das ist ja wichtig, aber vielleicht lese ich das tatsächlich einfach dann in Deutsch und ja, sieht auch optisch super schön aus mit dieser ja, folierten Folie hier von den Schriften, also richtig, richtig schön, ist in einem Top-Zustand, hat ja hier auch die ein oder andere Ecke so ein bisschen angestoßen, ich glaube aber, dass das auch schon ein Stückchen älter tatsächlich ist, ach nee, 2020, okay. Ja, okay, finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Natürlich auch alle Bücher unten in die Infobox. Ja, aber um was geht's in dem coolen Buch? Hexen wohnen in Hellowstone und Werwölfe in den Mondbergen. Und Prue ist ein Hexenkind, das eben weiß, dass sich die Magie nicht vermischen dürfen. Deswegen wohnt sie mit ihrem Vater auch in Hellowstone, während die Mutter mit dem Bruder als Werwolf getrennt von ihnen wohnt. Und eines Nachts vermisst sie die aber so sehr, dass sie den Schutzzauber der Stadt versehentlich aufhebt und dann die Werwölfe, ja, Hellowstone stürmen und die Magien sich beginnen zu vermischen. Und ja, Prue hat eine Hexenfreundin, die ist ein echter Vampir und zusammen wollen sie jetzt eben ihre Heimat retten und
Ja, ich bin super gespannt. Es klingt auch wieder so ein bisschen gruselig, atmosphärisch, ist vielleicht tatsächlich eher was für den Herbst. Aber ich kann solche Bücher ja gefühlt auch immer lesen. Es muss nicht Halloween sein. Von daher, ja, freue ich mich drauf. Gefällt mir auch von der Optik. Ja, sieht es wirklich richtig gut aus. Da denke ich, habe ich auf jeden Fall ein Schnäppchen gemacht. Und das nächste Buch hat dann, glaube ich, auch sowas um die Hälfte gekostet. Es ist hier mit 18 Euro und ich habe, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie unter 10 bezahlt. Und zwar von Füchsen und Menschen von Sophia Kimmig. Auf den Spuren unserer schlauen Nachbarn als Wildbiologin unterwegs in der Großstadt. Und das, ach, ist mir irgendwo mal bei meinen ganzen Recherchen, Tierschutzthemen irgendwie über den Weg gelaufen. Und dann ist es auf der Wunschliste gelandet. Und ich habe letztens 2 oder 3 Rezensionen auf BookTube, aber auch Instagram gesehen, wo hier auch ein bisschen geschwärmt wurde. Und dann habe ich eben gesehen, dass es bei Rebuy erhältlich ist und habe das dann jetzt eben auch auf die Wunschliste gepackt. Und dann war es eben erhältlich und habe es dann auch mit bestellt. Denn wir sind auf den Fuchs gekommen. Roter Pelz, bernsteinfarbene Augen, grazile Statur. Wer ihm einmal begegnet, vergisst diesen Augenblick nicht. Doch der Fuchs ist nicht nur für seine Schönheit, sondern auch als schlau, gerissen und neugierig bekannt. Vom Polarkreis bis in den Norden Afrikas findet man ihn und er besiedelt zunehmend unsere Städte. Sophia Kimmig heftet sich dort an seine Verse und versucht, hinter das Geheimnis des Überlebenskünstlers zu kommen. Sie nimmt uns mit auf nächtliche Erkundungstouren, erzählt amüsant von den Tücken der Feldforschung und gewährt uns spannende Einblicke in das verborgene Leben unserer wilden Nachbarn. Und ich habe schon gesehen, dass es hier auch ganz süße Bilder gibt und ich bin ja immer so am Zweifeln, warum eigentlich der Fuchs so einen schlechten Ruf hat. Aber ja, es sind einige schöne Bilder. Hier hat man dann auch mal noch einen großen Fuchs. Aber natürlich überall, wo sich der Mensch ausbreitet und die Tiere zurückkommen, ist ja immer das Tier schuld. Ein Maussprung. Ich wollte gerade gucken, was hier mit dem Fuchs los ist. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich mag Tierbücher ja sehr gerne. Ich finde, man kann ja sowieso nicht besser lernen und über Tiere was erfahren, als dann wirklich in Büchern oder Dokumentationen. Da kann ich im Übrigen Phönix sehr empfehlen, aber das mal was anderes. Ja, 5 Bücher, die wirklich in sehr, sehr gutem Zustand sind. Ich wirklich nichts zu bemeckern habe. Besonders, wenn man sich dann eben ein bisschen mehr gespart hat, finde ich das durchaus auch mal absolut in Ordnung. Ja, 4 der Bücher landen auf dem Sub. Ein Buch ist ja bereits gelesen, Gott sei Dank. Und ich freue mich auf jeden Fall, diese Bücher zu entdecken. Wenn ihr eins der Bücher kennt, schreibt das super gerne in die Kommentare. Ich packe die Bücher natürlich unten in die Infobox. Ich habe da ja einen Thalia-Affiliate-Link, wo ich im Grunde eine kleine Provision mitverdiene. Wenn ihr da eben dann über Thalia zum Beispiel bestellt, ja, da verdiene ich ein bisschen was mit. Für euch hat es keine höheren Kosten. Also wenn ihr da vielleicht auch euch einfach nochmal den Klappentext oder so anschauen wollt, dann tut das gerne über den Link. Und ja, das war jetzt doch ein kleiner, ganz niedlicher Unpacking von Rebuy und Medimops. Eskalativ war ich tatsächlich gar nicht unterwegs, weil es waren wirklich alles Wunschlistenbücher und das ist natürlich dann immer schön, wenn man sich ein paar Wünsche erfüllen kann. Ich freue mich nun auf eure Kommentare zu den Büchern, wenn ihr sie kennt oder vielleicht interessant findet. Vielleicht wart ihr ja letztens auch irgendwie bei einer der Plattformen unterwegs und habt eine kleine Bestellung abgegeben, könnt ihr natürlich auch gerne mal mitschreiben. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.